Boah, das dürfte ja mal wieder ein Abenteuer werden. Halleluja. Oh ja. Mal gucken, wo wir heute runterkommen. Mhm. Wer hat den Marschbefehl unterschrieben, Marino? Na, ich nicht. Nee. Wie auch das, mit dem Urlaub, das, ja? Ja, den Urlaub habe ich beantragt. Das ist doch schon so eine alte Geschichte. Ja, es war eh Urlaub, oder? Mit Arbeit. Ja, aber wir haben mal nicht kämpfen müssen und nicht blöd. Das war wenigstens mal ein schöner Akt, ja. Wer weiß, was uns jetzt erwartet. Die falsche Erinnerung. Oh, Jungs, da seid ihr ja. Jetzt sing ich euch. Ich sehe dich auch auf 7 Kilometer. 7 Meter. Oh, Bardi ist direkt vor der Linse. Ja, ich sehe, ja, ich habe euch auch gut im Blick. Also, wenn es nicht so ist. Ich sehe zum Glück Wilki doch nicht. Also, Blacky, das nächste Mal darfst du die Scheiben vorher putzen, bevor die Jungs. Nein, halt, stopp, das ist Wilki-Aufgabe. Achso. No. Ich dachte, Wilki. Weil Wilki ist hier die Frau in der Runde, ja? Sind wir schon unten? Nee, da fliegen wir. Die weiß die Frau. Achso, ja. Den, ja. Schon sexistisch hier. Ja, das stimmt. Nicht, also, dass man da gleich wieder. Putzen. Nicht, dass man da gleich wieder einen Eintrag ins Logbuch kriegen. Ja. Ja, wegen. Spaß muss sein. Ja. Es könnten ja auch junge Kadetten zuschauen. Oh, wir sind unten. Puh. Jule, critical. Ich steig aus und sie sagen. Sie haben uns was mitgegeben? Ja. Kann da sein, dass das Lebenserhaltungssystem für die Anzüge nicht richtig funktioniert, dass sie uns Lebensmittel mitgeben? Also. Ja, ich sehe es auch gerade. Scheint so. Fuck. Fuck. Oh. Jungs. Sind wir hier wieder? Ja. Ich gehe mal in Deckung. Ich weiß nicht, was das ist. Was? Wo? Wo? Hinter meiner Kapsel. Also da. Oh. Ja, haben wir da irgendwas? Ach, ich komme da nicht ran, ey. Ah. Ja. Ausrüsten? Wir haben eh anscheinend eine Waffe mitgekriegt. Schau mal nach. Erstmal reload und dann mal reingucken. Ja. Das sieht auf jeden Fall schon mal gut zerdeppert aus. Und alt. Ja. Tür geht nicht auf. Geh über die Mauer. Oh, Cargo. Noch mehr Essen und Energiezellen. Jungs. Ja? Wer hat noch einen vollständigen Bauplan? Wie meinst du? Wer kann noch was vernünftig bauen? Meine Pläne sind raus. Oh. Oh, ja, du sagst es. Oh, was ist hier los? Was haben was sie getan? Was ist hier schiefgelaufen? Ein veralteter Anzug, die Baupläne sind raus. Was ist ich los? Sag dir, ja, hier wartet Böses auf uns, glaube ich, weil das heißt, wir sind ja relativ an der Kawaii unterwegs. Ja. Das ist noch ein altes Anzugmodell ist, mich hat's rauskatapultiert, okay. Oh, wir haben sogar ein bisschen Uran. Was? Oh, nice. Ja, in dem Rover hier war ein bisschen Uran. Ja, wie gehen wir vor? Ich würde den Rover jetzt erstmal zerflexen. Okay. Ich würde das nicht machen. Ich habe gerade hier eine Schalttafel zerlegt und habe die Baupläne analysieren können. Ja, das ist doch gut. Ja, stimmt. Ich habe auch die Reaktoren jetzt frei. Das ist sehr gut. Und ein paar Stahlblöcke. Einfach mal wegflexen, wie ich das finde. Alles mitnehmen, was wir kriegen können. Gut. Oh, gut. Ich lerne das, was ihr auch lernt. Oh, okay. Das ist gut. Ja, was sie uns da hergegeben haben, das. Ich würde sagen, den Cargo machen wir zum Schluss hier von der Base, dass wir noch ein bisschen was sammeln können. Ja. Ja, wir werden ja unsere Dings auch wegmachen. Ja. Halleluja. Ja, wie schaut's aus? Der Rest davon lasse ich dir. Ich geh mal an meinen Pott. Geh an deinen Pott.
Das heißt, wir werden uns wahrscheinlich ein Moped bauen, oder? Das mal hier Inventory 4. Hm. Medizinische Komponente liegt in meinem Pack noch. Okay. Ja, wieso nicht? Ach so, wegen... Ah, du hast es weggeflext. Ja. Ja. Schauen wir mal. Das hier. Das hier ja, ich würde sagen, so schnell wie... Die Tür regt mich jetzt auf. Ja. Ja, So schnell wie möglich ein Survival-Kit herstellen, wa? Ja, wir haben in unseren Pots welche. Gott sei Dank. Das haben sie uns gelassen. Wir werden uns nicht... Werden wir uns hier drin einrichten, oder wie darf ich das verstehen? Na, ich würde sagen, wir werden erstmal gucken können. Weil hier ist ja nichts. Wir müssen unterwegs sein, um was zu lernen. Ja. Das heißt. Ich habe halt erstmal alles, was ich jetzt abgebaut habe, in die Kiste reingeworfen. Ja. Da drin. Na, das Problem ist, wir haben keine Raffinerie. So. Baumfeld. Naja, wenigstens geht der Fallschirm auf. Das heißt, eine Magnetplatte können wir Gott sei Dank bauen. Glaube ich. Die habe ich doch eben weggeflext. Ah ja. Mist, wir müssen ja einmal den großen Cargo zerlegen, wa? Damit wir überhaupt wissen, was ein Cargo ist. Ja, wir wissen, was ein Cargo ist, aber damit wir ihn bauen können, ja. Das... Oder reicht der kleine Cargo aus hier? Den das weiß ich nicht. Das ist jetzt eine ganz große Frage. Gut. Kleiner Frachtcontainer gelernt. Gut. Ist hier gar nichts. Jo. Okay. Die Magnetplatte geht wohl nur, wenn man sie auch wirklich schmeißt. Kann das sein? Ein Pot sollte nur noch stehen lassen wegen Energy. Ja. Sie haben uns nicht mal unser Jetpack auffüllen lassen. Soll ich dir noch was Besseres sagen? Hm? Der Cargo ist voll. Ja, der könnte aber auch gleich... scheiße, der leerer werden. Das wollte ich nicht. Also wirklich, die letzte Dropbot, ne, dann lassen wir mal noch. Ja. Das allein zum Aufladen... Hier. So. So. Die Frage ist, wie groß? Nicht allzu groß. Wir müssen ja eh sparsam sein, ne? Ja, wir haben ja nicht so viel. So.
Das ist ja schon mal solide. Die Frage ist nur, wie sollen wir da raufkommen? So. Genau. Oh Gott. Warum? Warum schicken sie uns wieder in die Hölle? Ja. Haben wir denen irgendwas getan? Ich weiß es nicht. Oder es liegt einfach daran, weil wir die Besten sind. Hm. Ja, das lassen wir einfach so im Raum stehen. Boah. Ja. Das muss ich heute rausstellen. Ja, stimmt. Das Problem ist jetzt... Oh, Krankenstation habe ich auch gelernt. Was? Oh, das ist sehr gut. Sogar eine Fernsteuerung. Ja, das sind die Teile, die im Dings verbaut sind. Oh. So. Förderbänder, Förderrohre. Die Frage ist, wie treiben wir das Ding an? Energie und Solarpanel. Fuel critical. Ja, stimmt, ja. Wäre jetzt so meine Idee. Also, ein Solarpanel aufs Dach und ein paar Batterien rein. Ist anstrengend, auf diese Art und Weise zu bauen, wa? Es ist unangenehm, ja. Ich würde sagen, da müssen wir erstmal auf Solar setzen. Ja. Ah, die Blackie hat gesagt, du hast einen Reaktor gefunden, ja? Ja, ja. Wie viel Energie haben wir jetzt, kriegen wir raus? Nicht viel. Das waren jetzt gerade mal ein paar Uran. Ja. Nicht wirklich was. Also machen wir das bloß als Notreserve, wa? Würde ich auch sagen. Das waren jetzt 9,99 Kilogramm Uran. Also das ist gar nichts. So. Dann brauchen wir ja hier so ein... Ach so. Was denn? Ich überlege nur gerade. Wir haben keine Verbindung. Ja, das ist jetzt auch erstmal nicht das Problem, oder? Ja. Weil wo soll man es verbinden? Mein Problem ist jetzt gerade, wir können da halt auch keine Kryos jetzt so großartig anmachen. Naja, zwei fahren, einer schläft, zum Erholen. Ja, das schon, aber... Das bringt mir auch recht wenig, oder? Wir brauchen ja am Ende 3 Stück. Egal, was wir tun. Ja. Genau. Ja, aber ob der... Nee, so kippt der hinten über. Da hinten darf nichts mehr. Dann setzt die oben auf die Batterie. Ja. Ist da ein Party zu dick? Mhm. Ein bisschen. So gut im Urlaub gegessen, ne? Ja, so ungefähr. Nö. So nicht. Wilki, die Reifen hätte ich noch nicht ganz fertig gemacht, wegen den Stahlrohren eventuell. Ob wir die noch irgendwo anders zu brauchen. Okay. Nicht, dass wir die irgendwo noch brauchen, weißt du? Hm. So, die Frage ist da oben müsste ja eigentlich ein... Nee. Bei den mittleren ist da kein Anschluss, ne? Bei was mittleren? Achso, wegen
den mittleren Cargo-Containern. Ich glaube, die haben da keinen Anschluss. Ich komme hier nicht hoch, ey. Sie ist halt so. Hier hat der die Anschlüsse? Eh so. Ja, genau. So geht's mir auch. So. Aber wenn ich das so mache, dann kann ich ja gar nichts mehr tun. Scheiße. Die Cockpits müssen bitte einen nach vorn versetzt werden. Ja, ich will erstmal hinten an die Kryo. Ach, ich hab die Cockpits gar nicht mitgelernt. Oh. Ah, du. Ja, man muss relativ da irgendwie in der Nähe stehen, glaube ich, damit das geht. Aber jetzt habe ich sie. Gut. Wenn Blackie da mal kurz weggeht. Danke. Oder auch nicht. Warte. Bin gleich ganz weg. So. Wollen wir nicht noch ein Survival Kit hinten dran klatschen? Ich versuche gerade eins zu platzieren. Okay. Die medizinische Komponente fehlt jetzt nur noch im Survival Kit. Ja, das. Ich hätte noch eine auf Tash. Ja, und das dritte kriegen wir ja, wenn wir das andere Dropbot auseinanderbauen. Ja, es ist jetzt soweit alles, was Medizin gebraucht hat, fertig. Mhm. So. Na, hier für den Stahlrohr noch. Wir haben halt das große Problem, die Kryokammern sind nicht angeschlossen. Also kein Sauerstoff. Richtig. Ach scheiße, Lüfter können wir nicht. Und die Kryokammer da oben, das funktioniert. Ich würde gern das Mobil mal runterlassen, weil wir kommen da ja zum Schweißenschirr nicht ran. Wenn das machbar ist. Oh, sorry. Aua. Ja. Es fährt. Ja, das ist doch schon mal was, oder nee? Es fährt von uns weg. So, genau definiert. So. Weil die da oben, die würde uns nichts helfen. An die kann ich was dran setzen, das passt. Ich setze hier hinten dran, hinter die, in das Survival-Kit. Ja, aber das weiß ich nicht, ob das dann zu viel. Also hier auf die Seite, ne? Was auf die Seite? Hier drüben an die Seite dran. Ach so, ja. So meinst du was? Geht sich das dann aus, dass man die. Dass da ein Anschluss ist? Nee, ne? Nee. Doch, von unten sind da unten halt. Ja, wo willst du die lang führen? Das sagst du mir mal. Na, unten lang. Ja, dann. Okay. Mal unten. Wobei, jetzt könnte es sich eventuell ausgehen. Nee, doch nicht. Nicht ganz. Genau, ich wollte ja noch einen Brett schmeißen. Das ist super. Nicht schön, aber selten. Passagierbank, okay. Die können wir nicht zusammenschweißen, sonst fehlen die intern. Huch, da geht's aber runter. Ich schmeiß ja gerade mal in Cargo, dass wir da wissen. Also. Dass wir da alles Bescheid wissen, weißt du? Ja, da werden wir Probleme kriegen, dass wir da alles mitnehmen können.
Ja, das war's dann schon. Interne. Jetzt. Ja. Also erstmal die Förderleitung. Müssen wir so oder so machen? Können wir sowas bauen? Ja, haben wir gelernt durch diese Dropbots. Ich bin froh, wenn wir irgendwas finden, um die Jetpacks aufladen zu können. Ja, das wäre ganz herzhaft. Okay. Ich würde das hier noch stehen lassen, weil Argo vom kleinen Ding ist auch schon voll. Ich würde dann sagen, lass das hier flicken erstmal. Ja, ich habe jetzt bloß die internen jetzt gesucht, damit wir noch ein paar Sachen zusammenbauen können. Ja. Ich würde das hier halt als ersten kleinen Außenposten mal stehen lassen, sozusagen. Auch wenn da nichts ist. Unbekannte Technologie. So, weil da kann ich nämlich nichts dran machen, dass ich das verbinden kann. Scheiße. Das heißt, ich muss das hier irgendwo hochführen. Das ist total scheiße mit dem. Na, nicht Survival. Kryo. Pot. Wenn das den Kryopod 1 auf die Höhe von dem setzt, dann kannst du von wieder zwischen. Setzt du doch das selber. Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Okay. Das hilft mir nichts. Ach, ich brauche interne. Da hängt noch eine Treppe, ne? Gut, ich komme. Da. Dann später noch angucken. Ein bisschen mehr Leistung braucht man. So, dass man dann da in der Mitte den Dings hoch macht, ne? Genau. Das funktioniert schon besser. Und ich mach den jetzt nochmal leer, dass man da wirklich das Ding vielleicht erstmal als Erkunder nimmt. Was? Weil ganz voll kriegen wir ja den Rover auch nicht, ne? Ja, dann müssen wir halt schauen. Du willst doch nicht ernsthaft hier stecken bleiben. Das nicht. Aber bis wir mal ein bisschen Matz haben. Nehmt wenigstens die Nahrung mit. Vor allem die Energiezellen. Bis wir die produzieren können, das kann dauern. Ja. Warte mal, darüber kann ich nichts mehr setzen, ne? Wahrscheinlich nicht. Nee. Schade. Ja, das schaut interessant aus. Ach ja, wir müssen noch ein paar Solarflüge anbringen, wa? Ja, das hätte ich oben auf dem Dach gemacht. Und hier fehlen auch noch interne, in dem zweiten Cockpit. Jetzt fehlen nur noch Anzeigen. Die haben wir nicht mehr. Doch, haben wir noch. So. Aber jetzt fehlt, glaube ich, die interne für die Kryopod. Warte. Na, wir haben ja noch drüben den Kryopod, wenn wir das noch interne sind drin. Alles klar. Dann mache ich mal den Kryopod soweit fertig. Da ist ja nichts mehr drin, okay. So. Achso, Stahl. Wir sind ja außerdem sind wir eh noch nicht fertig. Ja, geht noch ein bisschen was. So. So, Jungs, ich gönne mir jetzt mal ein. Schöne Cola. Hab ich mir auch schon gegönnt. Oder sie meinen, ist das Trockenbrot nur. Die haben wir schon.
Okay. Naja, ich würde sagen, wenn wir so weit sind, dann müssten wir wahrscheinlich auch nachher einen Transporter bauen, nur für Rohstoffe. Ja, die Frage ist, wie schnell wir Sessa fliegen können. Sachen können. Und noch das, ja. Das sind ja alles so Fragen, die im Raum stehen. Mhm. Kleine Antenne drauf. Können wir machen. Wirklich? Wollen wir das Risiko eingehen? Naja, ich würde sagen, nicht, dass uns hier Rivers werden wir bestimmt nicht sein, oder? Diese Drecksviecher. Hm. Warum eigentlich? Die haben uns direkt bei den Rivers abgesetzt. Generell Angst habe ich jetzt auch nicht. Aber wir sollten Ressourcen sparen. Das ist das, wo ich eher unterwegs bin. Ja, da ist noch Humanus. Haben wir noch? Nee, das heben wir uns auf. Das passt schon. Panzerglas oder was? Nee, nicht Panzerglas, sondern mir ging es um ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr. Keine Ahnung. Dann war es nicht so wichtig. Ja, es war auch nicht so wichtig. Die Förderleitung müssen wir irgendwie noch schweißen. So, da gehen wir mal rein. Motoren interne. Ja, interne hätte ich noch im Angebot, glaube ich. Ja, ja. Mit Motoren und kleinen Stahlrohr, ja. Und Herstellungskomponenten. Das habe ich nicht. Das habe ich. Ich habe bloß keine internen. Wie ich will hier raufkommen? Da. Eine Leiter? Haben wir Leiter? Treppen? Ja, wir können Leitern bauen. Wieso? So. Ja, was soll ich denn noch machen? Jetzt. An der Seite, Party. Hier an der Ecke. Wirklich an den Ecken da hoch, dann kommst du da eigentlich gut hoch. Nee. Bin einfach zu blöd für sowas. Ist halt ein Keks. Ein Keks krümelt nun mal. Krümelt und, ja, rollt. Ich rolle mehr. Aber so dick bist du doch gar nicht. Nee, eigentlich rolle ich nicht. Also weiß, was das Rollen überlass mal mir bitte, ja. Das sind vielleicht die 120G, die wir haben. Ja. Die machen das für mich so schwer. Ja, da vorne, die kriege ich nicht hin. Und auf die Räder komme ich auch nicht. Oben drauf müssen wir nämlich noch. So. Die kann ich natürlich nicht bauen. Kannst du mal kurz intern in eine Frachtbox schmeißen? Sicher. Gerne. Wie, wir hatten da jetzt hinten was weggenommen. Ich pass mal auf. Könnte es jetzt auch nicht bauen. Das Problem ist jetzt echt. Boah. Hi, wir hätten noch Materialien über, ja. Wow, nicht gleich runtergefallen. Mann. Hi, jetzt sind wir alle hier. So. Nein. Da ist jemand abgesagt. Ja, das Problem ist jemand, der die Rohstoffe hat, um das Rest zu schweißen. Ja, das ist vielleicht weniger geil. So. So, Verbindungen stehen. Mhm.
Wilki, du hättest mal die Scheiben putzen können, ernsthaft. Nicht meine Aufgabe. Dann immer der des, dem des Konstrukteurs. Mhm. Okay, dann ist es ja Party sein. Mhm. Das kann ich jetzt schon. Wir brauchen aber da drauf auch noch ein Solarpanel. Ja, bitte. Ich bin gerade am Energieaufladen. Ja, dann bitte danach. So, dann brauchen wir hier die Ecken, weil ich versuche das gerade irgendwie in Form zu bekommen. Zumindest ein bisschen. So, ich werde mal einen Snack zu mir nehmen. Mhm. Ich hoffe mal, bis dahin fährt das Fahrzeug. Ja, fahren tut's so oder so. Nehmen wir schon. Schön ist echt was anderes, aber funktionieren muss es im Augenblick einfach. Das ist es. Das würde schon reichen. Nee. Ja, das kriege ich das jetzt noch raus. Ja. So, weil da unten, ja. Hä, wer macht denn sowas? So. Ja, das passt dann schon besser. Und so. Na. Und schon ist die Leiter wieder überflüssig. Ja, überflüssig, ja. Ja, guck mal wegen dem Solarpanel. Ach so, ja. Ja. Egal. Wir könnten hier die zweite Bank wegmachen. Und die leider dahin packen. So. Hast du noch Solarzellen einstecken zufällig? Nee. Weil komischerweise liegt auch in einem Cargo da hinten drin nichts. Also, da können wir die leider auch nicht hinstellen. Hm. Nee, das ist allgemein wegen dem Solarpanel. Ja, vielleicht hat Wilki die in der Tasche. Weiß es nicht. Typisch ein Wilki. Ja, es wäre nichts Neues, sagen wir mal so. Aber du kannst ruhig deinen Helm aufmachen, ne? Ja, nee. Keine Lust, dass jemand deinen Gestank mitkriegt. Was? Das wäre mir neu. Naja, 5 Jahre hat mir den Helm aufgemacht. Hallo? Nie. Noch nie. Nein, das stimmt auch nicht, aber. Aber weißt du, da hat sich bestimmt ganz viel Beef angesammelt. Ach was, ich wechsle den ja regelmäßig. So. Und da oben Energiezufuhr steht. Das ist gut. Wenn auch nicht optimal, Hauptsache es geht. Ja. Hauptsache es rollt, sagen wir es mal so. Ja, so. Alter, Verwalter. Naja, halten muss es. Ich hab da so ein rotes Super-Gremlin-Signal. Und zwar 2 Stück davon. Super-Gremlin wollen wir nicht. Nee. Ja, das sind aber 2 Stück davon, ne? Ja, nee. Will ich nicht. Wieso denn? Weil rot? Weil rot. Und weil ich nicht. Ja, keine Ahnung. Schade. Wir haben nichts. Wie? Das ist nicht schade, sondern das ist das Schlauste, was wir machen können. So. Da nicht, aber. Da unten werden wir mal ein bisschen verstärken. Das. Mir zu unsicher.
Oh, ich habe keine Startlade mehr. Nein, ich wollte nicht daran, sondern... So. Ach so, da sind auch keine Stahlplatten mehr. Im anderen Cargo sind noch. Party. Also, ja. In der Station da hinten drin. Okay. Ja, das ist auch weniger geworden hier. Scheiße. Ich weiß, angenommen, kannst du mal bitte die Radaufhängung auf volle Stärke stellen? Kann ich gleich machen. Wollte nur noch was hier abändern. Nein, nicht den, sondern den möchte ich schon wieder schweißen. Ich will das hier machen. Stärke voll. Höhenversatz. Ja, bitte auch, ja, ganz kurz zumindest mal. Nee, ich lass den jetzt erstmal so. Solange wir da rumbasteln. Weißt du was? Wir machen hinten noch eine Achse ran. Das ist einfach, das bringt uns sonst nichts. Party? Ja? Da hätte ich einen Vorschlag, da müsstest du schon mal mit dir flexen. Warum? Dass wir hier nämlich so eine kleine Rampe hochmachen, ne? So, und den hinten hochsetzen, dass wir dann wirklich die Fahrräder dran kriegen. Ja, entweder das oder ich hätte jetzt einfach ein Loch gemacht oder so. Mal schauen, ob es überhaupt so ausgeht. Ja. Ob, vielleicht geht es ja auch so. Ja, da müsste ich nur einen runter. Schauen wir mal. So. Ja, der kippt runter. Oh. Ja, cool. Kriegst du ihn rausgefahren? Wow. Der geht ab. Bist du ein Arsch. Ja, dann müssen wir eine Rampe oder so schnell bauen. Dass wir das hinkriegen. Und kann ich dir bei was helfen oder so? Flexen. Das ist schwere Panzerung. Ach so. Ja, das Problem ist, mein Inventar ist voll. Geht hier noch was rein? Ja, oh ja. Lass aber hier wenigstens eine Ecke mal freisetzen. Ja. Oh, Förderleitung. Inventory full. Und jetzt gucken wir mal, hier sind nämlich auch Schrägen installiert. Ach so, dass wir da dann jetzt irgendwie schauen, dass wir da... So ist es, dass man da einfach eine sticknormale Rampe setzt. Wo ich schon mit dem Arsch ganz langsam hinfahre.